ich bin Stella von Feder und Foto. Heute mal wieder aus dem Auto, aber diesmal aus einem ganz kleinen, nämlich aus dem Cinquecento. Das heißt, er ist sehr klein. Ich habe oben ein Glasdach. Hinten drin ist die Coco. Und warum habe ich dieses winzige Auto? Weil ich in Barcelona bin und weil unsere Parkgarage mini ist und ich da runterfahren muss und so. So, das heißt, bevor das Auto links und rechts und vorne hinten geschrubbelt ist und kaputt, habe ich es gemietet für einen Monat. Und ich sage euch, das war der Hammer, 100 Euro, da brauchst du kein Auto kaufen, oder? So, ich habe dann nach meiner Lesung, werde ich dann ein größeres Auto haben, weil die Coco, die ist mittlerweile auch gewachsen. Das heißt, sie hat jetzt eine Risthöhe von 55 Zentimetern und hinten ist Platz und das war auch am Anfang gut, aber jetzt ist es langsam ein bisschen knapp. Was will ich heute mal berichten? Und zwar möchte ich heute euch erzählen, ein kleines Hundethema, Leinführigkeit üben. Also alles, was ich sage, sind meine persönlichen Erfahrungen bei einem Irish Setter. Die Irish Setter haben den Ruf, als Jagdhunde sehr liebevoll zu sein, sehr charmant, sehr verschmust, alles wunderbar, aber zwei große Mankos. Das heißt, sie haben stark ausgeprägten Jagdinstinkt, die sind da, weg sind sie. Und des Zweiten haben sie auch den Ruf, dass sie sehr nervös und hibbelig sind. Ich bin in Barcelona und ich habe mir jetzt mal was ausgezogen, weil in Barcelona, wir haben Oktober, den 17. Kanna, wenn du das siehst, herzlichen Glückwunsch, gibt es Layer. Also ich habe jetzt ein Kurzarm-T-Shirt da, ich habe noch eine Weste. Also hier, meine Seite ist voller Klamotten, weil du wirklich zwiebelmäßig dich an- und ausziehen musst. Leinführigkeit. Bei meinem allerersten Hund war es so, dass ich mich nicht getraut habe, irgendwie so die Leine anzumachen, weil ich dachte, ich klaue dem die Freiheit und so weiter und so fort. Fazit war, sie war eine perfekte Läuferin ohne Leine, sie war immer an meiner Seite, sie war auch verkehrstauglich, alles super. Das Problem war allerdings, und es gibt immer wieder Situationen, da muss der Hund an die Leine. Und da war das immer stressig. Über die Jahre hat das dann funktioniert, aber auch Tipps, die ich hatte von einem Hundetrainer oder die ich recherchiert hatte und so weiter und so fort, haben mangelhaft funktioniert. Und dieses Mal habe ich gedacht bei Coco, okay, die Leinführigkeit ist ein Thema, das mir besonders wichtig ist. Also habe ich von Anfang an da sehr viel Wert drauf gelegt. Nummer eins war, ich habe als allererstes eine Leine an das Tier gemacht. Und zwar erst an den Welpen. Wir haben sie mit 9,5 Wochen bekommen. Erst einfach so ein Bindfaden, der war ungefähr einen Meter lang, an das Halsband, damit sie einfach das Gefühl hat, wenn sie läuft, da ist was dran. Dann kam es auch mal vor, dass sie vielleicht irgendwo leicht hängen blieb und dann merkte, da ist Zug drauf. Und dann bin ich mit ihr konsequent mit einer Schleppleine spazieren gegangen. Das heißt, wenn wir draußen waren, hat sie eine Schleppleine umbekommen, eine 5-Meter-Leine. Ich glaube, das reicht vollkommen bei jeder Hunderasse, weil wenn die so winzig sind, dann sind die halt noch winzig. Und die bleiben am Anfang sowieso immer in deiner Nähe, aber sie spüren diese Schleppleine. Meine erste Schleppleine war eine Kordel aus Stoff. Die ist nach ungefähr 4 Wochen kaputt gegangen. Meine zweite Schleppleine ist eine aus einem Silikon und die sollte deutlich robuster sein, ist aber auch deutlich schwerer. Das heißt, diese Kordel, die dann nach 4 Wochen kaputt gegangen ist, diese gekordelte Schleppleine, war für mich und für uns die bessere Anschaffung, weil sie deutlich leichter war. Und die Coco, die hat dann immer gemerkt, dass da eine Distanz ist. Und dann war es auch wirklich so, dass wenn sie dann die Schleppleine ausgenutzt hat und es war Zug drauf, habe ich mich einfach gedreht und bin in eine andere Richtung gegangen. Dann, wenn dann wieder Zug drauf war, habe ich mich wieder gedreht, bin in die andere Richtung. Und so ging das immer hin und her. Und nach 5 Tagen ist sie immer in unserer Nähe geblieben. Also das war schon mal super. Und dann kannst du dann mit der Zeit die Schleppleine immer kürzer machen, immer kürzer machen. So, und dann, was ich dann gemacht habe, ich hatte ganz normale 2-Meter-Leine, habe dann nach 4 Wochen immer mal wieder gewechselt. Dann ging es mit Schleppleine draus und dann mit normaler Leine. Und wenn ich sie an der normalen Leine hatte, dann hatte ich das Leinenende in meiner rechten Hand und ich habe sie auf meiner linken Seite laufen lassen. Und hatte dann das andere Leinenende, also in der Mitte angefasst und habe sie dann parallel laufen lassen. Ich habe leider keinen Kameramann, sonst hätte ich das mal filmen lassen können. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Was auch, finde ich, immer wieder ein guter Tipp ist, wenn ihr mit den Hunden spielen wart. Wenn ihr das Gefühl habt, die Hunde sind so aufgeregt und hibbelig an der Leine, weniger reden. Wir reden zu viel mit unseren Kindern und zu viel mit unseren Hunden. Einfach mal. Die Amerikaner sagen immer, make bubbles. Wenn die Kinder so viel quasseln und dann aufhören sollen. Also, make bubbles. Nicht so viel reden, das bringt eine ganze Menge. Und mehr machen, mehr handeln. Das ist auch bei Kindern immer wieder ein guter Tipp. Kriege ich bei Kindern nicht so gut hin, bei Hunden allerdings schon. Also das heißt, weniger reden und du nimmst den Hund einfach an die Leine und läufst. Und wenn die dann spielen und kaputt sind, machst du die Leine an und übst es dann, damit einfach auch der Hund eine positive Erfahrung hat mit dem Leinelaufen. Was ich auch gemacht habe, was sehr, sehr gut funktioniert hat, ich habe die 2-Meter-Leine einfach um die Seite genommen und habe die Coco neben mir herlaufen lassen und habe einen Futterbeutel. Also ich kann euch den mal zeigen, den ich gekauft habe. Das ist ein Silikonbeutel. Mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Allerdings, und zwar der da, allerdings hatte der hier vorher so einen Schnapper dran, so zum Festmachen, und da ist der mir permanent runtergefallen. Also habe ich jetzt einfach selbst händisch mit einem Gummi das da drum genäht. Und das habe ich, ich laufe immer mit so einem Bauchbeutel rum und habe das dann direkt hier am Bauchbeutel dran. Und zwar möchte ich, dass die Coco an meiner linken Seite läuft. Und aus diesem Grund habe ich es links. Und was ich gemacht habe, ich hatte dann die Leine hier so quer rüber. Der Hund war auf meiner linken Seite. Und ich bin permanent hier rein und habe den Hund gefüttert. Permanent. Habe gar nichts gesagt, sondern ich habe einfach den Hund immer wieder gefüttert. Am Anfang muss man sich so ein bisschen beugen. Wenn der Hund größer ist, dann kommt das einem entgegen. Aber ich habe immer wieder gefüttert, immer wieder gefüttert. Wie gesagt, nach dem Spazierengehen, wenn die Hunde total platt sind, an die Leine nehmen, laufen. Nach dem Spielen, wenn die Hunde und die Welpen platt sind, an die Leine nehmen, laufen. So viele Möglichkeiten es geht, versuchen positiv zu machen. Auch mal zwischendurch, wenn man weiß, jetzt wird es eine stressige Situation, mal was besonders Leckeres nehmen. Ein Stück Schinken oder ein Stück Lachs oder Fleischwurst oder Käse. Also es kommt drauf an, was dein Hund gerne mag. Und dann klappt das. Und jetzt ist die Coco 4,5 Monate alt und ich würde sagen, sie läuft sehr, sehr gut an der Leine. Und das ist so eine Erleichterung. Es ist so schön im Alltag, weil ich als Mama muss dann auch mal irgendwie beim Kind machen. Und wenn ich dann die ganze Zeit einen Hund hätte, der mich so zieht, ja, dann wäre das eine totale Katastrophe. Also kann ich nur empfehlen, legt Fokus auf die Leinführigkeit. Schaut euch so viele Videos, wie es geht, der Leinführigkeit auf YouTube an. Geht zum Trainer, probiert alles mal aus. Irgendwas wird ganz sicher funktionieren. Also da bin ich mir sicher. Ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Stay tuned. Ich berichte ja hier über mein Leben in Barcelona, mein Autorenleben in Barcelona. Wir waren ja vorher in Amerika. Falls dich das Thema Amerika interessiert, dann geh einfach auf die Playlist Amerika. Bist du beim Hundethema, gehst du einfach auf die Playlist Hunde. Und wenn dich Barcelona interessiert, dann gehst du einfach darauf. Dankeschön, stay tuned, bis bald.